Ey, das geht ja gar nicht so leicht. Da muss man ja Herkules sein. Ich kann das nicht. Nach oben arbeiten ist schwer für Frauen sowieso. Hoschke, Lenz bei Kraft. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Eirosch, ja. Weißt du, was wir heute machen? Was denn? Machen Stoßdämpfer bei einem Golf 5. Die Stoßdämpfer, die in der Radnabe sitzen. Hier siehst du, ist undicht, Stoßdämpfer ist kaputt. Mhm. Verschleiß, muss gewechselt werden. Es ist nicht schwer, das zu wechseln. Es ist nur zeitaufwendig. VW gibt 90 Minuten dafür. Frau Seite. Was muss alles ausgebaut werden, wenn man den Stoßdämpfer tauscht? Jeder kennt das, der das schon mal gemacht hat. Antriebswelle. Schraube raus, Antriebswelle zur Seite, Spurstangenkopf muss raus, Querlenker muss raus, Traggelenk, wie ihr es auch macht, dann die ganzen Leitungen müssen raus, Bremssattel muss zur Seite, dann gibt es natürlich mehrere Varianten. Ja, du bist einer, du drückst das runter und holst den Stoßdämpfer so raus, da braucht der Minimum zwei Leute und einer, der Minimum 50er Bizeps hat. Ich bin leider nicht überall, sorry. Oder ihr holt die Narbe komplett raus. Das kann man machen. Mache ich auch sehr, sehr oft, dass ich die Narbe komplett raushole. Aber dann nur, wenn ich die Federn tausche. Geht ja auch mal sehr oft kaputt. Jetzt zeige ich euch ein Spezialwerkzeug von Gedore. Leute, sogar ich wusste das gar nicht. Als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, was habe ich 20 Jahre gemacht? Ehrlich. Stoßdämpfer, das muss gewechselt werden. Domlager natürlich mit. Bei Golf 5 kann ich euch nur empfehlen, Domlager immer mitwechseln, weil, ich zeige euch, das haben die echt sehr schlecht gemacht. Ne? Hier die Schrauben, die werden hier von der Karosserie in den Domlager geschraubt und ihr seht das hier, die gehen immer kaputt. Das heißt, die drehen sich immer mit. Ihr müsst die wegflexen oder absägen, was auch immer, habe ich in dem Fall auch schon gemacht. Mhm. Beide Seiten. Restbestandteil. Ja, zwei Schrauben. Die Schrauben könnt ihr hier oben sehen. Da kommt hier schön Wasser drauf und dann rostet das Ding. Da ist die Schraube noch drin, ne? Bei dem einen. Ja, ja, den habe ich ja weggeflext. Ja, Domlager habe ich schon abgemacht. Und das ist das Problem hier. Drehen sich dann mit nach der Zeit. Hier haben wir noch einen Stoßdämpfer. Den müssen wir natürlich wechseln. Und der sitzt ja in der Radnabe. Und der muss erstmal raus. Dafür haben wir auch ein Spezialwerkzeug. Der ist auch geil. Der sieht so aus. Habe ich schon ein, zwei Mal benutzt. Ganz easy. Ach, das spreizt dann das genau. Ganze. Du holst die Schraube hinten raus an der Radnabe, dann steckst du den einmal so rein, zack, zack. Und dann kannst du das Ding so anpassen. Mhm. Und dann drehst du das Ding nur so rein. Dann spreizt er die Narbe, dann könnt ihr den Stoßdämpfer einfach so rausholen. Mhm. Das ist Hammer. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ding rausholt. Aber jetzt kommen wir zu unseren Aus- und Einbauhilfe. Für Federbeine, es ist Wahnsinn. Das Ding ist Wahnsinn, das ist das hier. So sieht das Ganze aus. Das Ding ist auch schwer, robust. Da haben wir so einen Teller dafür. Den macht ihr da drauf, den macht ihr einmal hier hin, einmal dorthin. Aha. Rutscht auch nicht weg. Und dann wird das Ding festgemacht. Und dann geht es runter, 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 bis nicht mehr geht, bis es reicht. Und dann holen wir den Stoßdämpfer komplett so raus. Entspannen. Stoßdämpfer erneuern. Domlager erneuern. Das Ding wieder spannen. Bam, wieder einbauen. Und dann entspannen. Ist das nicht geil? Ein Mann-Werkzeug. Ich brauche keine Hilfe. Das ist gut. Das ist Wahnsinn. Natürlich, was geil ist jetzt. Ihr müsst nichts anderes abmachen. Das heißt, ihr müsst die Bremsen nicht abmachen. Keine Antriebswelle abmachen, kein Bremsschlauch, kein ABS-Sensor, nichts. Nur Pendelstützen. Oben diesen Teller drauf tun. Domlager lockern. So, Teller sitzt. Das ist nochmal so eine Unterstützung für den Stoßdämpfer. Ihr seht das Ganze. Der sitzt perfekt drauf, damit nichts ausrutscht. Machen wir drauf. Dann sitzt der perfekt drauf. Zwei Schrauben. Mhm. Zack, drauf. So, beides ist fest. Und jetzt ist der Einbau fertig. Auf diesen Teller. Ich bin jetzt bei beiden Tellern drauf.
Ich sehe es. Genau. Der ist jetzt einsatzbereit. Aber wir haben noch diese Schraube hier drin. Ah ja, okay. Mhm. Den baut der aus. Nee, mit der Hand gehalten. Ne? Bewegt sich kein bisschen. Schraube ist ab. Jetzt kommt unser Spreizer. Ich liebe das Ding. Das habe ich schon ein, zwei Mal ausprobiert. Ne? Einfach nur geil. Einmal hier rein. Einmal da rein. Das war's. Und jetzt machen wir den genau in der Mitte drauf. Gucken, dass der Spreizer auch schön gerade ist. Das war's. Hinten haben wir 13er. Und jetzt können wir das Ding festmachen. Ohne Aufwand. Das reicht schon. Es ist fast 20 Jahre drin und achte mal, wie der einfach rauskommt. Das liebe ich doch. Ich bin verblüfft. 27, zack. Ja, wir haben sogar 28 hier drin. Das ist ja geil. So. So, aber schon jetzt spannen wir das Ganze. Und das ist jetzt Wahnsinn. Ja, das geht einfach leicht, ne? Muss man immer beide Seiten immer wieder dann, ne? Immer wieder beide Seiten. Also wenn ich jetzt hier meinen Schreibtisch hätte, hätte ich jetzt noch mal Termin annehmen können. Was wollen Sie? Schlussdämpfer. Kein Problem. Wann haben Sie da Zeit? Morgen. Ja, ich brauche noch 10 Minuten dafür. Kein Ding. Okay. Ciao, ciao. Hä? Ja, da kommt da wieder. Man kann das Loch oben schon sehen. Ja. 10 Minuten? Wahnsinn! Wir haben nicht mal 10 Minuten dafür gebraucht. Ja. Wahnsinn, ne? Hammer. Also guck dir an, wir haben hier locker, also ich würde sagen so 15 cm oben Platz. Wahnsinn. Und ich kann den immer noch runterdrehen. Das Ding haben wir ja gespreizt, Eidosch. Jetzt haben wir das zusammengepresst. Mhm. Achte, was jetzt passiert. Jetzt mache ich den hoch. Nein! So einfach ab. Ist das nicht geil? Nichts abgebaut. Leute. Wahnsinn. Guck mal hier am Teller, wie sich das eingehakt hat, sieht man jetzt gut, ne? Mhm. Krass. Und wie sicher das ist. Sicher, das ist es. Und das Geile ist, hier haben die nochmal, ich weiß nicht, was das ist, aber die haben so einen Schutz drauf gemacht, dass hier auch nichts zerkratzt oder so. So. Ah, okay, so eine Beschichtung. Ja. Mhm. Vielleicht gibt mir ja Gedore irgendwann Federspanner. Kann ich euch natürlich mal zeigen, wie ich die Federn hier wechsle. Haben die auch so ein Spezialwerkzeug? Oh Mann, die haben so einen geilen Spezialwerkzeug. Auf so einem Tisch haben wir doch gesehen. Ach, das waren Dings. Ah, das ist doch Hammer. Das ist das. Ach, das ist schön. Das ist geil. Das ist das schön. Geil. Also ja. Das ist auch Pflicht halt für die Werkstätte. So eine Werkbank mit so einem Teil dran, ne? Ja, das ist die sind schön. Ja. Also Gedore hat nur solche geilen Werkzeuge. 10 Minuten? Ey, weißt du, was am meisten gedauert hat? Das Ding hochzuschrauben. Ja, die Beine da ja. Runterzuschrauben, ne? Ja. Ja. Man sollte hier natürlich nicht mit Schlagschrauber arbeiten. Das Ding ist eigentlich so stabil, man könnte das. Vielleicht so mit Akkubohrer. Also ist es aber so vorgegeben, dass man das nicht. Nee, darf man natürlich nicht. Also okay. Ist auch so. Ja, dann sollte ist ja auch, bei Federspanner ist das ja auch, sollst du ja auch nicht machen, machen auch viele. Okay. Ne, also ich meine, wenn du das 50 Mal machst, Was Eidosch, kann denn da schief gehen? Nichts, eigentlich nichts. Dass man vielleicht auf einer Seite ein bisschen zu oft. Vielleicht das, ja, aber Grunde genommen, das Ding ist so stabil, da würde nichts passieren. Jetzt baue ich das Ganze um und dann sehen wir uns gleich, wenn ich den Stoßdämpfer einbaue. Ja, ich würde mal sagen, ein bisschen kaputt. Jetzt zeige ich euch das Ganze mal in einem aufgebauten Zustand, wie das funktioniert. So, hier haben wir hier die Löcher, da packen wir rein, das ist super. Zack, einmal drin. So. Ja, normalerweise hat man auch dafür einen Ständer, Eidosch, ne? Ständer? Ja, wo das... Also einen normalen Ständer, wo du den Stoßdämpfer drauf machen kannst. Habe ich leider nicht, aber... Okay. Ring tun wir wieder drauf. Dann einmal Eidosch hier drauf. Zack. Und dann den anderen. Kannst du auch mit der Hand schön spannen. Zuerst mal, ne? Ja, ja. Einfach spannen mit der Hand. So, und jetzt, Eidosch? Ja. Festziehen. Festziehen.
Meine Bizepsarbeit. So. So sieht das aus. Mhm. Und so bauen wir das jetzt ein. Drauf. Unten. Wir haben nichts sauber gemacht unten. Guck mal, wie da reingeht. Ich bin schon drin. Unten ist drin. Unten ist drin? Unten ist drin. Wir können den jetzt auch direkt unten abmachen. Ja. Ach, das hat fest direkt, ne? Den Spalzer. Ja, wir machen den Spalzer direkt unten ab. Kann er ja schon mal festgespannt bleiben. So, zack, zack. Der ist ja unten. Jetzt ist er schon fest, oder? Der ist schon fest. Hier, Schraube. Guck mal, perfekt die Schraube reinpasst. Bam. Können wir jetzt sofort auch festmachen, können wir auch gleich machen. Machst du gleich, oder? Machen wir gleich. Zack. Die Seite entspannen. Die Seite entspannen. Und natürlich immer, immer abwechselnd schön. Hier haben wir schon richtig locker. Das ist ja schon fast oben. Ja. Wieder hoch. Ab. Das ist ab. Das ist ab, Airosch. Yay. Unsere Spezialwerkzeug. Die andere Seite gleich schon ready. Können wir gleich auch schon kurz abbauen, wenn ihr wollt. Das Ding ist jeden Cent wert. Aber sowas von geil. Qualität brauchen wir gar nicht reden. Leute, Gedore, Qualität, ihr wisst Bescheid. Ihr könnt natürlich das Ganze auch in verschiedenen Fahrzeugen einbauen. PowerG, Audi, Seat und so weiter. Dann habt ihr natürlich Ford, BMW, dieses Spreizwerkzeug auch einfach göttlich. Das macht so viel aus. Ihr habt gesehen, wir haben es so rausgeholt und so wieder rein. Die Schraube ist so reingegangen. Mhm. Fertig. Alles, was ich hier benutzt habe, ist unten verlinkt. Schaut bei Gedore vorbei. Unten Homepage habe ich auch verlinkt. Ein Must-Have für jede Werkstatt. Ja, Zeitersparnis. Ihr könnt es günstiger anbieten. Und jetzt stellt mal vor, was ihr mit den 80 Minuten noch macht. Kaffee trinken. Von den 90, die VW braucht. Ja. Oder bei Gedore vorbeischauen und sich andere Spezialwerkzeuge anschauen. Lieblingsjob. Alter, du musst nächstes Mal musst du das auch machen. Ich? Du musst das selber machen. Ja, mach. So, Schraube raus. Wow, die ist ja heiß. Halt schon mal in der Mitte, so mittig. Okay, okay, raus. Hey, wow, 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 du machst zu viel. So, mittig und jetzt baust du den so ein. Okay, okay. Okay, das reicht schon. Das reicht eigentlich. Das reicht, das reicht. Sicher? Und jetzt nochmal Stoßdämpfer. Das bewegt sich. Ja. Darf man nicht. Ja, und dann hoch, 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 komm, komm, komm. Schaffst du, einfach hochdrücken. Ey, das geht ja gar nicht so leicht. Da muss man ja Herkules sein. Ich kann das nicht. Mach mal. Nach oben arbeiten ist schwer für Frauen sowieso. Eidosch. Die hat ja, ich auch nicht jeder Mechaniker, okay? Ja, die hat auch nicht jeder Mechaniker. Aber es ist trotzdem gut gemacht, ehrlich. Du hast es nur nicht abgekriegt. Ja, das aber ist ja auch schwer. Top. Juhu! Das von dir zu hören? Alex hat gerade zugeschaut und hat die andere Seite selber gemacht. Ich fand das richtig geil, Alex. Erstmal hier. Also, ich werde das Video extra für dich liken. Okay? So, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei der Kraftsituation. Bis dann, ciao.